So, weiter geht's mit Mass Effect Andromeda, schieß mich tot, Folge 11. Ich kann nicht mehr auf das Terminal zugreifen. Och no, habe ich denn die Aufgaben noch? Wiedersehen mit der Nexus. Das sind immer diese Hauptmissionen. Wo sieht man denn die Nebenmissionen? Logbuch. Priorisierte Helios-Aufgaben, abgeschlossene Missionen, zusätzliche Aufgaben. Dann auf den Terminal zugreifen, mit Tan sprechen. Wir sollen auf das Terminal zugreifen, das verschollene Wissenschaftsschiff finden. Und auf das Terminal zugreifen, aber ich kann nicht auf das Terminal zugreifen. Das ist halt genau hier auf das Terminal zu greifen, aber ich kann nicht. Oh nein, es ist verbuggt. Vielleicht kommt das später nochmal wieder. Ich hoffe zumindest. Dann werde ich mich mal hier noch umschauen. Überwachungsaufnahmen anschauen. Quarianischer NAV-Prozessor. Oh, die M25 Hornet. 100%. Nice. Lag hier einfach so in der Kiste drin, rum, wie auch immer. Schadensbegrenzung. Oh, was ist denn das jetzt? Hä, was ist denn das jetzt? Ach, das sind die Logs, Schadensbegrenzung von Tyrion Canvas an Jaran Tan, Direktor der Andromeda-Initiative Kandros. Wie Sie wissen, gab es während der Abwesenheit eine Meuterei auf der Nexus. Die Ereignisse sind rasant eskaliert, aber wir glauben, dass es mit einem Feuer in der Hydrokulturen und einem Diebstahl in der Waffenkammer anfing. Es gab unterschiedliche Beweggründe für den Aufstand. Herdenverhalten spielte sicher eine Rolle, doch von Seiten der Anführer, darunter ihre Vorgängerin, der ehemaligen Sicherheitsdirektorin Sloane Kelly, war es ein bewusster Verrat. Es gab einige Oberflächeversuche, die Schäden zu kategorisieren und zu beheben, die Sloans Leute während des Aufstands verursacht haben. Gestohlene Vorräte, zerstörte Ausrüstung, solche Dinge. Aber ich hatte gehofft, dass die Miliz einen offiziellen Bericht anfertigen kann. Wenn wir überleben wollen, müssen wir wissen, womit wir noch arbeiten können, Direktor Tan. Antwort: Schadensbegrenzung. Direktor Tan, meine Leute müssen sich darauf konzentrieren, die Station zu verteidigen. Sie können keine Inventur machen. Wenn Sie wirklich auf die Überwachung durch die Miliz angewiesen sind, lasse ich Sergeant Nels einen Blick darauf werfen. Im Übrigen war ich der Meinung, dass die Exilanten eher Kalix-Leute waren als Sloans. War er es nicht, der die Meuterei angezettelt hat? Kandros. Schadensbegrenzung. An Tyrion Kandros. Kalix Corvanis hat vielleicht damit angefangen, aber Sloan hat Was ist denn heute los? Unmissverständlich klargestellt, wo ihre Loyalität liegt. Ich weiß, dass Sie eine hohe Meinung von ihnen hatten, aber ich hoffe, Sie können bei dieser Aufgabe objektiv bleiben. Sloane Kelly ist nicht die, für die ich sie gehalten habe. Es wird keine Probleme geben. Okay, jetzt kommen wir in die Antwort. Gut, dann habe ich sie sicher nicht. Also, Illy, reiß dich mal zusammen, lesen, was da steht, nicht irgendeinen Quatsch lesen. Gut, dann haben Sie sicher nichts dagegen, ein kleines und diskretes Aufklärungsteam loszuschicken, um herauszufinden, wo Sloan und die Exilanten sich aufhalten. Wenn wir die kolonialen Systeme zum Laufen gebracht haben, will ich keine Überraschung erleben. Weiterleitung des Berichts von Aufklärungsteam 232. Die Spur ist kalt. Wir haben verlassene Lager im Pfeifer-System gefunden, allerdings keine mit lebenden Bewohnern, nur Friedhöfe.
Die Verschwörerin Irida befand sich unter den Toten. Sloan Kelly jedoch nicht. Okay. Meldung aus dem Maschinenraum. Also nichts Neues. Ja, was mache ich denn jetzt da mit dieser Konsole, wo ich die jetzt nicht mehr aktivieren kann? Das scheint ein Bug zu sein. Das ist so ein bisschen, ein bisschen bitter. Na gut, dann gehen wir erstmal weiter, bevor wir uns hier mit anderen Sachen beschäftigen. Solange die Energiekopplung nicht abgeschlossen ist, werden alle unkritischen Reparaturanfragen zurückgestellt. Kann ich hier einfach was scannen? Nee, sieht nicht so aus. Update aus dem Maschinenraum. Nein, wir arbeiten derzeit daran. Wirklich, mir geht's gut. Ich mache mich jetzt wieder an die Arbeit. Lea, solange hier ist Gabriel. Du hast gelacht, oder? Ich weiß genau, dass du gelacht hast. Ach ja, diese kleinen Geschichtchen. Na, ihr beiden hübschen Mädels. Ja, dann gehen wir mal weiter. Währenddessen gucke ich mal kurz auf die Uhr. Wir haben gerade drin gefahren. Ah. Das ist der Planet, auf dem wir gelandet sind. Habitat 7. Er war nicht mal annähernd bewohnbar. Das betrifft alle Welten, die wir entdeckt haben. Ryder, wir haben uns gerade über Ihre nächste Expedition unterhalten. Gut. Ich habe mich schon langsam gefragt, wer hier eigentlich das Sagen hat. Direktor Edison hat ein Recht auf Ihre Meinung. Maßgeblich ist jedoch meine. Und weiß sie das auch? Ich leite die gesamte Initiative und habe entschieden, Ihnen die Chance zu geben, sich zu beweisen. Die Geißel hat uns schwer erwischt, was auch immer sie ist. Unsere Wissenschaftler halten sie nicht für ein natürliches Phänomen. Eine künstliche Energiewolke? Bei unserem Aufbruch war sie noch nicht da. Durch sie ist keine goldene Welt mehr bewohnbar. Und dann sind da noch diese Cat. Sie sind besessen von Alien-Bauwerken, die überall im Cluster zu finden sind. Sie würden alles tun, um andere von ihnen fernzuhalten. Mord ist offenbar nichts, was nur in der Milchstraße vorkommt. Die Herausforderung ist nun, trotzdem eine Welt zu besiedeln. Und zwar diese hier. Eos. Wie? Sie müssen die Lebensfähigkeit des Planeten für einen Außenposten verbessern. Dann können wir mehr Kolonisten aus der Stase holen. Mehr Kolonisten können mehr Ressourcen zur Unterstützung der Nexus sammeln. Alles hängt davon ab. Wir wollen nämlich 6 Welten besiedeln. Okay, aber ich dachte, alle Planeten wären unbewohnbar. Wie soll ich... Ein guter Pathfinder löst dieses Problem nur zu gern. Nun denn, ich denke, ich sollte ein paar Dinge überprüfen. Aber es kratzt Sie nicht, falls ich scheitere, richtig? Sie suchen sich einfach einen anderen Pathfinder. Es ist Teil meines Jobs, auf andere zu setzen. Bei einigen zahlt es sich aus, bei anderen wiederum... Oh, ist das ein Idiot! Ach. Der erinnert mich an dem Direktor von Noveria, den man, wie hieß denn der? Auf Noveria von Mass Effect 1. Das ist auch so ein Drecksack gewesen. So wie ich das sehe, brauchen Sie mich. Wenn ich Erfolg habe, wirken Sie dadurch vielleicht wieder Anführer, für den Sie sich halten. Mag sein, aber Sie müssen sich als der Pathfinder beweisen, für den Sie sich halten. Was für ein Idiot. Wo ist mein Schiff? Es wird gerade in der Andockbucht bereit gemacht. Die Koordinaten von Eos sind im Computer. Und sobald Sie Zeit haben, sollten wir über die verschollenen Archen sprechen. Daran habe ich auch schon Stimmt was nicht? Ryder, kommen Sie zum Sam-Kern auf der Hyperion. Ihr Implantat braucht Wartung und wir haben Vertrauliches zu besprechen. Nein, alles gut. Okay, Stufenausstieg, Stufe 3. Bitte melden Sie Fähigkeitenpunkte plus 3 mit Ten sprechen. Ja, dann machen wir das doch gleich mal. Wir haben jetzt Informationen über die Archen bekommen. Meine Güte, der Codex wird wieder vollgemüllt mit unmöglich viel Scheiß. Aber das werde ich mir sicherlich in der Pause mal durchlesen, wenn ich da Zeit zu habe. Jetzt... Ryder, Sie mögen eine wenig schmeichelhafte Meinung von mir haben,
Aber ich möchte Ihnen wegen Ihres Vaters mein Beileid aussprechen. Danke. Ich kannte ihn nicht sehr gut, aber ich weiß, dass er eine entscheidende Rolle bei der Planung der Initiative gespielt hat. Ich bin mir sicher, er wäre äußerst beunruhigt darüber, dass noch immer mehrere unserer Archen vermisst werden. Haben Sie irgendeine Ahnung, wo sie sein könnten? Nein, es gibt keinerlei gesicherte Informationen. Aber abertausende Kolonisten werden vermisst. Das wirft kein gutes Licht auf die Initiative. Haben Sie noch weitere Anliegen? Ach du Scheiße! Können Sie mir noch mehr Informationen über die verschollenen Archen geben? Nein, und das ist der beunruhigende Teil. Die Archen der Asari, Turianer und Salarianer sind einfach verschwunden. Falls sie dieselben Probleme mit der Geißel hatten wie wir, befürchte ich das Schlimmste. Sollten Sie also irgendwelche Hinweise finden, gehen Sie ihnen bitte nach. Ohne die anderen Archen kann das Versprechen der Initiative niemals wahr werden. Gibt es noch andere Archen, die wir erwarten sollten? Wir hatten gehofft, die Quarianer würden ein Teil der ersten Welle sein. Aber vor dem Start 2185 erfuhren wir, dass sie technische Probleme mit ihrem Schiff hatten. Angeblich sollten sie auch Drell, Hanar und andere Spezies mitbringen. Die vielen biologischen Anforderungen sorgten für Komplikationen. Es wird noch einige Zeit dauern, bis sie da sind. Aha, also die Quarianer, Hanar und Drell sind auch unterwegs. Interessant. Was können Sie mir sonst noch über die Initiative erzählen? Sie stellt die größte Migration dar, die je in Angriff genommen wurde. Nie zuvor hat sich jemand über die Milchstraße hinausgewagt. Wir alle haben unsere Heimat zurückgelassen, um nach Freiheit, Glück und vielleicht einem Neuanfang zu suchen. Wir sind die mutigsten Seelen unserer jeweiligen Spezies. Und ich hoffe, die Nexus wird als Sitz unserer gemeinsamen Regierung dienen. Was wissen Sie über die Anfangszeit der Initiative? Das, was die meisten darüber wissen. Gian Garson hatte eine Vision und machte das alles möglich. Sie war eine Unternehmerin auf der Erde. Wohlhabend. Jung. Für einen Menschen. Garson hatte die Idee für die Initiative Anfang der 2170er, glaube ich. Viele hielten es für unmöglich, die Milchstraße zu verlassen. Aber sie blieb hartnäckig. Und wie bei den meisten großen Ideen, waren die Zweifler im Unrecht. Eine Visionärin also. Die Nexus ist ein echter Schmelztiegel. Die Nexus ist die Heimat mehrerer Spezies der Initiative. Viele trafen vor den Archen hier ein. Wir hoffen, dass diese Station eines Tages den Regierungssitz in Andromeda bildet. Obwohl ich mir nicht sicher bin, was man sich dabei gedacht hat, auch Krogana aufzunehmen. Wir Salarianer halten grundsätzlich nicht viel von ihnen. Und meine Erlebnisse hier haben meine Meinung nicht geändert. Ja, du Sack. Wenn da nicht dieses alte Blut mit der Genophage wäre. Warum mögen Sie die Kroganer nicht? Es ist allgemein bekannt, dass sie eine gewalttätige, ignorante Spezies sind. Vor langer Zeit haben sie untereinander Atomkriege geführt. Ihr Planet war stark dezimiert. Mein Volk hat versucht, sie zu unterstützen. Aber die Kroganer haben es nie geschafft, ihre eigenen schlimmsten Instinkte zu zähmen. Was passiert, wenn sie ihr Naturell nach Andromeda bringen? Wir würden alle sterben. Ich sag mal, die Kroganer sind wahrscheinlich die Letzten, die Probleme haben auf den fremden Planeten. Es klingt, als hätte die Nexus eine schwere Zeit hinter sich. Öffentlich würde ich sagen, wir sind der Herausforderung mehr als gewachsen. Aber unter uns, es war eine Katastrophe. Die Geißel hat hunderte Opfer gefordert. Unter ihnen auch viele unserer Anführer. Selbst die Gründerin der Initiative, Gian Garson, ist tot. Verdammte Achse. Wie ist Gian Garson gestorben? Zusammen mit der übrigen Führungsriege. Als die Nexus auf die Geißel prallte, wurde ein großer Flügel mit Stase-Kapseln zerstört. Sie waren sofort tot. Sie waren 600 Jahre lang gereist und starben, ohne vorher wieder aufzuwachen. Gian Garson hat Helios nie gesehen. Sie hat nicht miterlebt, wie ihre Vision Wirklichkeit wurde. Ach Mann, ey. Schade.
habe gedacht, dass die Figur eher so eine größere Rolle einnimmt, weil man sie auch schon in den Briefings kennengelernt hatte. Kandros hat erwähnt, dass sie auf die Geißel geprallt sind. Wie ist das abgelaufen? Kriminelle Elemente haben sich die Notsituation zunutze gemacht und die Ängste der Leute ausgenutzt. Anschließend kam es zu einem Aufstand. Uns blieb keine Wahl. Wir brauchten die Kroganer, um mit ihnen fertig zu werden. Sie schlugen die Meuterei nieder und die Verbrecher wurden verbannt. Wir nennen sie Exilanten. Ich bin sicher, wir werden noch von ihnen hören. Ihre Anführerin ist eine Gesetzlose namens Sloane Kelly. Sie war früher eine von uns. Es scheint hier nicht sonderlich viele Kroganer zu geben. Nein. Und ich bin darüber nicht traurig. Die Kroganer forderten ein größeres Mitspracherecht in politischen Fragen. Und das ist das Letzte, was wir brauchen. Sie sind Muskeln, sonst nichts. Sie können kämpfen und schwere Lasten tragen. Als sie nicht bekamen, was sie wollten, sind sie gegangen. Ja, wer kann's ihnen verübeln? Wer ist diese Sloane Kelly? Sie war die Leiterin der Nexus-Sicherheit. Anfangs war sie gegen den Aufstand, aber dann wurde sie zur Verräterin und schloss sich ihnen an. Fehlgeleitete Sympathie für die Bürde des gemeinen Bürgers. Blödsinn. Sie waren eine direkte Bedrohung unserer Existenz. Ja, wenn du das sagst, Kollege, dann muss es ja stimmen. Ach, ich weiß nicht, ich mag den Kerl nicht. Als Direktor der Initiative haben Sie hier vermutlich das Sagen, richtig? Das hätte ich, wenn die anderen es zulassen würden. Sie sehen mich aber nicht als rechtmäßigen Nachfolger. Welches Problem haben Sie mit ihnen? Ich bin nicht Gian Garson. Unsere Gründerin hatte Charisma. Sie war exzentrisch, überlebensgroß. Merkmale, die ich gar nicht erst nachzuahmen versuche. Sie und ihr innerer Kreis kamen durch die Geißel ums Leben. Andere wurden von den Exilanten getötet oder sind nie aus der Stase erwacht. Ich war zweiter Assistent im Ertragsmanagement. Dann starben alle 7 Personen über mir und die Leitung fiel mir zu. Ertragsmanagement. Dann sind Sie also ein Buchhalter? Lassen Sie sich davon nicht täuschen. Wir alle sind zu mehr fähig, als wir wissen. Als ich jung war, übte die Erkundung des Weltraums eine große Faszination auf mich aus. Aber das Leben ist voller Umleitungen und ich schlug eine andere Richtung ein. Dann hörte ich von der Initiative und sah meine Chance, den nicht gegangenen Weg doch noch zu gehen. Und auch wenn ich vielleicht keine neuen Welten betrete, kann meine Autorität doch sicherstellen, dass Sie es tun. Natürlich. Tut mir leid. Und wie läuft das Ganze dann ab? Theoretisch kümmert Cash sich um den Betrieb der Nexus, Kandros leitet die Miliz und Edison hat die Kolonialverwaltung unter sich. Ich bin so eine Art Oberaufseher. Praktisch argumentieren, debattieren und schreien wir so lange, bis eine Entscheidung gefällt wird. Wenn wir Glück haben. Es kann einen wahnsinnig machen. Das glaube ich. Na gut, wir haben jetzt eine Menge erfahren von ihm. Es gibt sogar noch was. Lebensfähigkeit von Planeten. Was muss ich bei der Lebensfähigkeit eines Planeten berücksichtigen? Wenn der Planet Leben ermöglicht, brauchen wir einen Außenposten. Die Leute wollen ein Dach über dem Kopf. Und die Bedrohungen muss man eliminieren. Ob das nun die Cat oder andere Schrecken sind, die in Helios lauern. Wenn ständig Kolonisten ermordet werden, kann das entmutigend wirken. Eine weitere Priorität für jeden Pathfinder sind die Erkundung und Kartografierung des Geländes. Und vergessen Sie die Aufklärungsposten nicht. Die sind wichtig. Was können Sie mir über diese Aufklärungsposten sagen? Ich hatte schon befürchtet, dass Sie das fragen. Ich kann dazu nur wiedergeben, was die Techniker mir gesagt haben. Ein Aufklärungsposten ermöglicht Einsatzteams Bergbau und die Reparatur von Ausrüstung und sichert die Nachschubversorgung. Wer würde das nicht wollen? Aber da bisher jeder Kolonisierungsversuch gescheitert ist, bleibt das vorerst nur Theorie. Sie werden die Sache testen, Ryder. Ach, wie das gesagt hat, Sie werden die Sache testen, Ryder. Ja, danke. Das wäre alles. Danke für Ihre Zeit. Nichts zu danken. Wie Sie so treffend bemerkt haben, brauchen wir einander. Unser beider Zukunft hängt vom Erfolg des anderen ab. Ich mag ihn nicht. Er ist ein Arschloch.
Er ist ein Arschloch. Er ist irgendwie sein Arschloch. Kann ich noch mit ihm sprechen oder warum? Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Das wäre alles. Danke für Ihre Zeit. Nichts zu danken. Ich habe gedacht, dass es dann weggeht, aber ich habe mich wohl doch getäuscht. Aber zumindest sind die Sachen ausgegraut. Das ist ja schon mal was. Das ist hier so ein Büro. Naja. Könnte auch hübscher sein, ne? Ich mache hier einen Cut an dieser Stelle und dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder vom Let's Play Mass Effect Andromeda. Ciao!